Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Zwischendurch-Runde mit dem Ucanalus 12. Wir geben euch heute ein paar Tipps, wie ihr im PvP, zum Beispiel bei Survival Games oder Trouble in Mineville, einfach gegen Gegner besser aussieht. Und ja, das Besondere heute an diesem Ding ist, dass wir nicht mit Skype telefonieren, wie wir es sonst immer machen, sondern wir sitzen nebeneinander. Genau. Das ist voll crazy. Wie ihr seht, der Kraken hat einen neuen Skin. Ja, ich habe voll den sexy Skin. Guck Hose mal. und T-Shirt made by me. Optifine Cape made by me. Ja, genau. Hi. Optifine Cape made by him. Und ja. Ich finde mich sexy. So. Ja, und die Schuhe sind auch bei mir. Bei Sven. Ja, und ich stelle jetzt immer direkt mal was in meine Steuerung ab. Dann gehe ich halt aufs andere Bett. So. So, so, so. Guck mich nicht so an. Schelle. So, und den Okay. ersten Tipp gebe ich euch. Das ist nämlich das Schlagen. Das Schlagen, das ist ja eigentlich ganz einfach, immer schön. Einfach. Ja. Das ist wenigstens mein Helm. Das ist der falsche. Das ist der richtige. Nein. So, jetzt haben wir beide gleich Rüstung. So. Manche Leute, ich demonstriere das jetzt mal an dem Okanalus. Mit der Hand. Keine Angst, mit der Hand. So, die punchen einfach so wild drauf. Das ist eigentlich Speed-Hitten. Sowas nennt man Speed-Hitten. Aber es gibt noch eine neue Taktik des Schlagens, die nennt man Block-Hitten. Und die geht nur mit dem Schwert. Und die werde ich jetzt auch mal an ihm ausführen. Die Das sieht sieht ja wie ein Krüppel aus, oder? wirklich krüppel aus. Mach das nochmal. So. Oh, ich will nicht im Weg stehen. So sieht das dann aus. Aber ich finde also, bei mir ist es immer effektiver, wenn ich sie so zuschlage. Nein, nein, das meine ich. Ihr seht, ihr kriegt viel, viel weniger Schaden, als ich normalerweise kriegen würde. Und man kann das auch noch mit diesen Speedhitten kombinieren, also einfach. Ja, wenn man das dann halt übelst schnell macht, dann ist das halt perfekt. Man macht auch noch ein bisschen mehr Schaden als schneller. Ist das auf Und meinem dann. Helm? Vor dem Bogen ziehen wir noch. Ja, zu dem Bogen. Da kann ich mal ein paar Tipps geben. Wenn ihr im Bogen gegen Bogen Fight seid, demonstrieren wir jetzt mal hier. Demonstrieren wir jetzt mal hier, genau. Hallo. Bogen, hallo. Ach, Bogen. Bogen, okay. Also wenn ihr im Bogen gegen Bogen Fight immer schießen und ein bisschen wegspringen, weil das ist jetzt im Radiosieren nicht wirklich toll geht. Immer direkt schießen und erstmal ein bisschen weiterspringen. Ich kann das jetzt nicht so gut, aber. Ja, ich kann das eigentlich auch gut. Das Tier, das ist. Das ist das Besonders Vor, wenn das man. ist der Vorführeffekt. Besonders wenn man. Ja. In dieser Situation, wo ich jetzt gerade bin. Und dann kommt wieder das krasse Schlagen. Ja? Okay. Lol, ich habe keine Rüstung an, du Nudel, ey. Auf jeden Fall, was kann man noch so als Tipp geben? Für Survival Games, wie ihr es jetzt bei mir seht, das Laufen ist. Ja, ich bin hier sehr durchlöchert. Das Laufen. Hey, das Laufen sollte ich machen. Du hattest den Bogen. Ich kenne Leute, die laufen so weg. Ja, genau. Die laufen so. Die laufen entweder so ganz normal, so wie ich jetzt laufe, oder sie sprinten so einfach Sie machen nur. so und denken, ja, ich bin der schnellste Schlüssel. Aber Aber das du ri aber sprintest man, man halt kriegt. so. Ja, genau. Sprinten und springen, dann bist du noch. Also bist man noch. Stücke schneller. Ja, eigentlich heute 4 sogar. Und da kannst du auch mal vom Gegner gut abhauen. Aber dadurch, dass es die meisten kennen, ist es, ja. Jetzt muss ich hier noch was. Alter, ich hab. Alter! Ja, dann demonstriere ich jetzt auch mal hier das Kombo. Das Kombo so ein bisschen. Wenn er denn mal hier mit seinem Bogen aufhören würde. Warum sollte ich? Ja. Das ist auch oft ein bisschen auf eine Angel. Ja,
Ja, und damit sprayen die dich, sprayen die euch dann. Das ist auch zum Beispiel auch praktisch, wenn du dein Leben so gut wie verloren hast. Und beim Bogen geht das natürlich auch, aber da man in der Survival Games nicht immer so viele Pfeile findet, sollte man das lieber mit der Angel versuchen. Und ich sprinte jetzt mal hier einfach weg. Und so seht ihr, so kann ich demonstrieren. Danke, dass du mich anschubst. Zack. Ja. So. Und ja, das war eigentlich schon. Nein, das war's nicht. Ich will nur noch was mit dem Kombo zeigen. Und du bleibst jetzt mal einfach. Komm mal hier aus. Du siehst aus wie so ein Igel. Ja, dann komm mal hier aus freien Falten, hör auf, lass mich aber auf zu schießen. Ey, nimm mal Steinschwert, Junge. Nein, jetzt nicht. Und jetzt will ich das mal zeigen. Man kann nämlich auch ein Gegner zu sprinten. Schlagen. Also, ja, dann. Seht ihr jetzt, guck mal, bei mir in der Aufnahme seht ihr auch diese komischen Fünkchen, die da immer rausgeflogen kommen. Das sind halt diese Power-Punkte da. Alter, lass mich, ich bin fast tot. Wenn es gut könnt, dann auf ihn zugehen. Alter, lass das mal. Ich habe keine Pfeile mehr. Alter, wie viele Pfeile habe ich verschossen? Und jetzt leckt mich doch mal, es fängt schon an zu laggen hier, ey. Ja, und wie ihr seht, das ist halt das mit den Kombos. Also, ihr geht auf den Gegner zu, wirklich mit Sprint und dann. Lass also, mir Ruhe. Auch auf euch zukommt, wie das der Freebacking jetzt mal demonstriert. Wirklich in der Luft, dass du einen Kollegen mitlandest und oh, lol. So schlagen, dass er nicht zurückschlagen kann. Alter, sprayst du mich hier weit weg. Das kennt man aus anderen Spielen auch. Kann man den so wegkippen. Und dann stirbt man auch ganz leicht, wie man bei mir sehen kann. Aber ich will jetzt mal, genau, natürlich maximieren, ich will nämlich noch was zeigen. Eine Sache, kann man, ja, warte mal kurz. Das kann man in, das kann man in, wenn ich jetzt eine Spitzhacke hätte, würde ich das hier mal demonstrieren. Ah, dein Helm ist kaputt. Das war mein Ziel. Oh, ich habe ein Eisenschwert. Ich habe ein Feuerschwert. Spitzhacke? Steinspitzhacke. So. Das andere da hinten. Das andere da hinten. Achso. Dann macht man ganz viele Kollegen und man hat ihn gesehen, wie schnell er tot war. Er hat mich ziemlich voller Rüstung. Und ich hatte auch volles Leben. Weil man halt immer gegen die Decke springt. Oder so. Und dadurch so ziemlich immer Kollegen mitmacht. Alter! Jetzt reicht's aber langsam auch mal hier mit den Critical Hits. Alter, jetzt reicht's aber hier. Ich drehe hier gleich durch. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, und wenn nicht, wenn es hilfreich war, schreibt es in die Kommentare. Sonst noch, was wir hätten besser machen können. Und vergesst das Liken nicht. Ja, genau, das Liken nicht vergessen. Wenn es euch und hat. Wenn, ja, genau, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr auch ein Abo. Ein Abo. Und ja, dann sehen wir uns, denke ich mal. Dann sehen wir uns halt in der nächsten Runde, wenn es heißt Survival Games. Also bei mir wird es dann sein Survival Games, Trouble Mineville oder anderes PvP, wie ihr es auch auf meinem Kanal Design findet. Also ihr wisst, was zu tun ist, Kanalbesuchung. So, und ja, das war es dann auch schon wieder und ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.